Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen am dritten Adventswochenende. Ja, in zwei Wochen ist tatsächlich schon Weihnachten und ich habe in dieser Woche die Weihnachtsstimmung sehr, sehr genossen. Trotz Spätschicht habe ich ja Weihnachtsmusik gehört, Kerzen angezündet, Weihnachtsbücher gelesen und ja auch einfach die Zeit mit Freunden genossen. Und ja, das war eine sehr schöne, eine sehr entspannte und eine schöne Weihnachtswoche. Und ich freue mich jetzt noch auf die kommenden zwei und natürlich auch noch danach. Ne? Also das Weihnachten, die Weihnachtsstimmung endet ja nicht am 24., sondern man nimmt sie ja auch so ein bisschen mit noch danach. Und bei uns ist ja die Deko dann, glaube ich, ab 6. Januar weg. Und so lange darf die Weihnachtsstimmung noch anhalten. Ja, diese Woche war es lesetechnisch dementsprechend ein bisschen ruhiger. Ich habe im Grunde 2,5 Bücher gelesen. Ja, was trotzdem auf jeden Fall absolut okay ist. Ich habe ja auch ein bisschen Serie gesuchtet und habe mich einfach in Weihnachtsstimmung gebracht, denn die beiden Bücher, die ich komplett gelesen habe, sind Weihnachtsbücher. Und zwar zum einen habe ich das Wochenende das neue Buch von Jackie Fellgut gelesen, Die schönste Zeit des Jahres. Das ist im Grunde ihr Novemberbuch, was am 2. Dezember erschienen ist. Und dann habe ich von der lieben Gabriela Engelmann Wintersonnenglanz gelesen. Das ist bereits im Oktober erschienen, hatte ich mir aber aufgehoben für die Winter-Weihnachtszeit. Und es ist auch ein Adventskalender hinten drin, deswegen ist da auch noch ein Lesezeichen bei. Und ja, das wurde von mir auch gelesen. Und dann haben wir in einer recht großen Facebook-Lesegruppe mit Red Rising begonnen. Ein Buch, das bei mir jetzt ein Jahr auf dem Sub lag und endlich angegriffen wurde sozusagen. Ist mit über 580 Seiten ja definitiv ein etwas dickeres Buch. Und wir lesen seit dem 6.12. gemeinsam. Dementsprechend sind natürlich noch einige Markierungen drin. Aber dazu möchte ich auf jeden Fall auch kurz was sagen. Dann sind, dann ist das Leseclub-Buch bei mir angekommen, das möchte ich euch zeigen. Dann ein paar Ankündigungen für die kommende Woche und ein bisschen was zu meiner Seriensucht möchte ich natürlich auch berichten. Aber ich denke, wir fangen jetzt einfach wie immer mit den Büchern an. Und zwar Die schönste Zeit des Jahres von Jackie Fellgut, erschienen am 2.12. diesen Jahres bei Amazon. Aktuell noch für 99 Cent, ich glaube bis zum 3. Advent, also bis Sonntag, für 99 Cent erhältlich, danach 2,99 Euro, hat knapp irgendwas um die 195 Seiten und ja, wurde mir liebenswerterweise von Jackie selbst zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Und Jackie wird am Dienstag ja bei meinem Steffi Talks with Authors dabei sein, worauf ich mich sehr freue. Dazu aber natürlich später noch ein bisschen mehr. Ja, ich bin dieses Jahr ja wirklich sehr in Weihnachtsbuchstimmung. Sonst lese ich immer so ein, zwei Weihnachtsbücher. Dieses Jahr ist es jetzt dann, glaube ich, schon das dritte Buch selbst gewesen. Oder das zweite. Ich glaube, Gabrielas dritte und aktuell lese ich dann schon am nächsten. Also ich bin da wirklich sehr in Stimmung, vernachlässige alle anderen Bücher, die auf meinem Sub liegen und widme mich den Weihnachtsbüchern. Aber da, die muss man natürlich im Januar, wird man sie nicht mehr lesen. Ja, um was geht es bei Jackies Die schönste Zeit des Jahres? Ja, es geht um Zoe und ja, sie hat Weihnachten so ein bisschen abgeschworen und ihre Großmutter ist, glaube ich, das eine Jahr vor Weihnachten gestorben. Die hat die Familie so ein bisschen zusammengehalten, war auch so das Herzstück der Familie und sie merkt auch, dass ihre Eltern irgendwie ständig in Streitereien sind und ihre Mutter schon die Tage zählt, wann sie das letzte Mal von ihrem Vater geküsst wurde oder überhaupt irgendwie in den Arm genommen wurde und beide meckern sich irgendwie mehr an. Zudem hat ihr Vater dann auch noch Streit mit seinem Bruder, der mit seiner schwangeren Frau und Tochter an Weihnachten vorbeikommt und in dem Zimmer der Großmutter sozusagen schlafen möchte und das findet er einfach ganz unmöglich und ja, es gibt da ständig Streitereien und Diskussionen und es will nicht so recht Weihnachtsstimmung aufkommen. Doch dann ja, treffen wir auf Danny. Er war früher in Kinder-Jugendzeiten der beste Freund von Zoe, bis er ihr irgendwann gestanden hat, dass er sie liebt und sie damit nicht so recht umgehen konnte. Und ja, er bastelt ihr kurzerhand einen Adventskalender,
mit 24 wunderbaren Dingen, die zu tun sind, da wo Schlittschuhlaufen dazu gehört, Plätzchen backen, einen Weihnachtspulli anziehen, all diese wunderbaren Dinge. Und ja, er ihr im Grunde ein bisschen Weihnachtsstimmung zurückgeben möchte. Und das alles natürlich wunderbar verpackt in dem typischen Stil von Jackie Feldgut, den ich wirklich sehr, sehr liebe und ich wirklich froh bin, dass ich sie dieses Jahr entdeckt habe mit ihren Büchern, mit ihren Geschichten und auch eine Weihnachtsgeschichte von ihr gelesen habe. Ja, ich mochte Zoe wirklich sehr, sehr gerne. Ich fand es sehr realistisch dargestellt, dass man eben nicht auf Knopfdruck in Weihnachtsstimmung kommt und dass eben manchmal das Leben einen auch die Stimmung nicht einfacher macht. Und ja, das fand ich sehr realistisch, das fand ich auch wirklich großartig rübergebracht. Ich fand auch die Streiterei nicht irgendwie hergeholt oder an den Haaren herbeigezogen, sondern es hat sich wirklich so angefühlt, wie einfach wie Familien eben manchmal ticken. Ich meine, jeder wird es wissen, es ist nicht immer harmonisch, nur weil Weihnachten draufsteht. Und es gibt eben einfach mal, dass sich die Eltern streiten, dass es Streit mit der restlichen Familie, Freunden gibt. Und entschuldigt, Kamera, geile Katze, das ist echt schlimm. Ja, du kannst halt nicht von der anderen Seite kommen, dann musst du nicht über mich drüber springen. Ja, auf jeden Fall weiß man das ja alles und kennt das alles. Und ich fand einfach die Idee, wie Danny Zoe dazu bringen möchte, um in Weihnachtsstimmung zu kommen, fand ich einfach toll. Dazu die Atmosphäre, es spielt ja in den USA und ich mochte auch einfach so diesen typischen amerikanischen Einfluss, den man eben als Deutscher so aus dem Fernseher kennt oder eben aus Filmen, Serien, fand ich einfach so ein bisschen schöner. Weil ich finde tatsächlich, dass es die Amerikaner noch so ein Hauch weihnachtlicher irgendwie sind. Also ich passe mich dem sehr gerne an, weil ich einfach dieses übermäßige, kitschige an Weihnachten unglaublich gerne mag, auch wenn ich sonst kein Kitsch-Fan bin, mag ich das an Weihnachten wirklich sehr. Wenn man das eben so in Filmen sieht, in amerikanischen, dann ist das natürlich immer eine Spur zu viel und ich finde das großartig. Und diese Spur zu viel hat Jackie auch wunderbar in ihre Geschichte eingebunden. Also die Atmosphäre stimmt, es kommt Stimmung auf, es kommt Freundschaft auf, es kommt Familie auf, es ist wirklich, es wird ganz, ganz warm in einem und man hat wirklich so ein kleines Weihnachtswundergefühl. Und das hat mir großen Spaß in der Geschichte gebracht. Ich fand auch, es gab ein paar lustige Details. Es gab zum Beispiel einen Weihnachtsbaum, den Zoe Fred nennt. Und es gibt dann einen Schneemann, der gebaut wird. Den nennen wir dann kurzerhand George. Und das hat mich halt direkt an die Weasley-Zwillinge erinnert. Ich weiß nicht, ob es die Absicht von Jackie war, aber ich fand das so lustig. Ich musste da erstmal lachen und habe dann auch einer Freundin gesagt, stell dir mal vor, hier gibt es einen Weihnachtsbaum und einen Schneemann, die heißen Fred und George. Und die fanden das genauso lustig wie ich. Ja, ich bin wahrscheinlich die Einzige, die darüber lacht, aber ich fand dieses Eingespiele einfach so unglaublich charmant und es war irgendwie so herzerwärmend. Also es war eine ganz, ganz tolle Geschichte, die mich wirklich mitgenommen hat, begeistert hat, die mich ja an Weihnachtswunder glauben hat lassen, auch wenn hier nichts Magisches oder Übernatürliches im Extremen passiert, aber eben einfach so dieses Gefühl, was bei Menschen entstehen kann, wenn sie merken, dass all diese Streitereien einfach unwichtig sind und man sich einfach auch vergibt, Zeit schenkt und einfach beieinander und miteinander ist. Und das finde ich einfach wirklich etwas ganz, ganz Schönes, was aus diesem Buch einfach herausgeht. Und ich finde, Jackie hat das wieder großartig geschrieben, wieder in ihrer modernen, frechen, spritzigen, schnellen Art, wie ich es einfach gerne mag. Ich mag, wie Jackie Geschichten erzählt. Ich mag auch die Dialoge. Ich mag, wie sie die Charaktere erschaffen hat, wie die agiert haben. Und ich mochte es wirklich unglaublich gerne. Und ja, allein der Name auch Zoe erinnert ja an die Freundin von Rudolf, dem Rentier. Na, die hieß, ich glaube, die wurde nur anders geschrieben. Aber ich weiß es gerade nicht. Und ich fand, das waren einfach so ein paar Details drin, die einfach zum Verlieben schön waren. Also es war eine ganz, ganz tolle Weihnachtsgeschichte. Und wer da noch auf der Suche ist, sollte auf jeden Fall bei den 99 Cent zugreifen oder eben dann auch für 2,99, was die Geschichte absolut wert ist und ich wirklich großartig finde. Und sie mich wirklich in wunderbare Weihnachtsstimmung gebracht hat und mir sehr, sehr gefallen hat. Und da ich dann schon eben in Weihnachtsstimmung war, habe ich direkt natürlich mit dem nächsten Buch weitergemacht. Und zwar von der lieben Gabriela Engelmann, Wintersonnenglanz, ist erschienen am 4. Oktober dieses Jahr im Knauer Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Schnucki, ich kann gerade mit dem Arm nicht, ich muss es anders machen, so. Ja, kostet broschiert und als E-Book 9,99 und hat 256 Seiten und es ist eben hinten drin nach der Geschichte auch ein Adventskalender mit 24 ja, sehr interessanten Geschichten sozusagen. Also es sind immer so einseitige
Ideenrezept für eine Nordseewelle, es gibt einen Weihnachtspunschrezept, es gibt Gedichte, es gibt überhaupt die Geschichte des Adventskalenders, also sehr schön aufgebaut. Und ich finde auch wirklich, ja, ich bin ja sonst nicht der Coverkäufer, ich finde auch wirklich das Cover einfach perfekt, winterlich, weihnachtlich, finde ich wunderschön. Ja, wir sind hier wieder auf Sylt, wir treffen auf Lissy, die wir bereits aus Insel Sommer und Insel Zauber kennen. Ich glaube, ja, sowas gewesen. Und ja, wir treffen eben auf Lissy, die auf den Büchern im Büchernest in Sylt arbeitet. Und ja, sie ist mittlerweile junge Mutter und hat extremst viel um die Ohren. Besonders eben zur Weihnachtszeit war da im Büchernest, was ja eben eine Buchhandlung ist, zusammen mit einem Café. Immer viel zu tun ist, mit ihrer jungen Tochter ist viel zu tun, mit der Familie ist viel zu tun, Freunde. Und ja, es passiert dann eben ein Unfall, der die berufliche Existenz ins Wanken bringt. Und ja, die wunderbare Weihnachtsstimmung, die zu Beginn des Buches sozusagen da ist, ist dann irgendwie mehr oder weniger dahin. Und ja, man merkt dann in dieser Geschichte eben, wie wichtig Familie und Freunde sind, die dann eben alle gleichermaßen anpacken. Ich mochte es unglaublich gerne, dass wir auf Sylt zurückgekehrt sind, dass wir Charaktere wie Lissy wieder treffen, die wir eben schon aus Insel Zauber, Insel Sommer kennen. Und man kann das Buch aber auch lesen, wenn man die Geschichten nicht kennt. Also die baut nicht irgendwie auf, man muss nicht viel Vorwissen haben. Es ist schön, wenn man so dieses Nach-Hause-Kommen-Gefühl hat, aber man muss es nicht zwingend erst im Nachgang gelesen haben. Man kann es wirklich unabhängig lesen. Und ja, man spürt eben einfach so ein bisschen die Probleme einer jungen Mutter und auch die eben berufstätig ist und auch selbstständig ist und ja, die eben mit Familie und Freunde dann wirklich so ein bisschen ein Problem lösen muss. Und ich mochte hier wirklich die anfängliche Weihnachtsstimmung unglaublich gerne. Ich habe mich hier direkt zu Hause gefühlt und habe mich so direkt nach Sylt geträumt und einfach mal so einen Winter im Grunde am Meer zu verbringen und fand das einfach großartig wieder rübergebracht von Gabriela. Die schafft es wirklich immer, dass ich das Meer vor Augen habe, dass ich die Salzluft rieche und dass ich ja, beim Lesen so ein Gefühl von Urlaub habe. Und das schafft sie eben mit ihren Inselbüchern in der Regel immer. Und sie hat es auch hier mit dem weihnachtlichen Feeling wirklich gut gemischt und mich wirklich damit wieder gepackt und gefesselt und begeistert. Doch ich muss ehrlich sagen, was mir hier einen Hauch zu viel war, war so ein bisschen das Wunderliche und Geheimnisse und Dinge, die passieren, ohne dass es tatsächlich irgendwie einen Grund dafür gibt. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie merkwürdig, ich möchte aber gar nicht irgendwie spoilern. Es ist mir manchmal zu unrealistisch und ja, es ist natürlich ein Weihnachtsbuch und es geschehen Wunder, aber in einem Roman in unserer Echtzeit erwarte ich schon ein bisschen, dass es trotzdem logisch und man irgendwie logisch etwas erklären kann. Und das war hier tatsächlich manchmal so ein bisschen, wo ich dachte, das ist jetzt schon weit hergeholt. Auch, dass eben alles Schlimme gleichzeitig passiert und sich dann alles Schlimme in etwas Gutes wieder verwandelt und das alles so ziemlich gleichzeitig und immer so im Wechsel, fand ich so ein bisschen, wo ich dachte, das war mir ein bisschen zu gewollt. Aber das ist Jammern wirklich auf hohem Niveau, denn die Geschichte hat mich wirklich mitgerissen, begeistert und ich fand sie einfach weihnachtlich schön und ich fand einfach auch die Zeit auf Sylt wieder wunderbar und ich glaube, ich muss da einfach mal eine der Inseln, die Gabriela immer beschreibt, auch einfach mal besuchen. Ich fand es wirklich ganz, ganz toll und ich mochte auch einfach die Charaktere wieder zu treffen und ihnen über den Weg zu laufen und ja, im Grunde so alte Bekannte wieder zu besuchen und zu sehen, wie ging es denn mit denen weiter, fand ich wirklich sehr, sehr schön und es hat einfach Spaß gemacht, es zu lesen. Also man kann da gar nicht groß meckern, wie gesagt, es ist wirklich Meckern auf hohem Niveau und hier sieht man auch in der Broschüre, ja, die beiden Bücher, auf die sich dann im Grunde die Geschichte bezieht. Und ich fand es toll. Es hat mir Spaß gemacht, es hat mir Freude bereitet, es hat mich in Weihnachtsstimmung gebracht. Und die ein, zwei Punkte, die ich so ein bisschen fand, ja, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Also ein absolut wieder wunderbares Buch von der lieben Gabriela. Und auch die Idee mit dem Adventskalender hinten drin im Teil finde ich großartig und werde das jetzt auf jeden Fall bis zum 24. noch jeden Tag mir ein Türchen öffnen und dabei wirklich Freude haben. Und dann ging es auch schon weiter, währenddessen parallel lesen ich und ein paar andere seit dem 6. Dezember Red Rising, den Auftakt einer Trilogie von Pierce Brown. Ja, wir lesen seit Nikolaus daran und lesen, glaube ich, 10 Tage daran. Dementsprechend kann ich natürlich in der nächsten Bücherwoche dann auch ein abschließendes Fazit zum ersten Band der Reihe geben. Es ist im September 2015 im Heine Verlag erschienen
kostet als E-Book 10 Euro, als gebundene Ausgabe glaube ich 17. Bei mir steht kein Preis drauf, weil es war ein Geschenk, dementsprechend ja. Ich habe jetzt glaube ich die broschierte Ausgabe, das könnten auch die für 17 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Mittlerweile bekommt man es aber auch gebraucht, auf jeden Fall günstiger und hat 580 Seiten. Und ja, dieses Buch hat ja vor über einem Jahr wirklich für Furore gesorgt und mittlerweile ist die komplette Trilogie auch erschienen. Teil 2 ist, glaube ich, dann im Frühsommer erschienen, Teil 3 aktuell, glaube ich, dann im Oktober, also im Herbst. Und ja, das ist auch das Ziel. Wenn mir der erste Teil gefällt, möchte ich die Reihe so in einem weglesen. Ja, so ein bisschen angefixt und gar überredet zum Lesen wurden wir dann von Phil und auch von Paddy, die ja beide die Reihe wirklich geliebt haben. Und so haben sich eben ein paar Leute gefunden, die gesagt haben, hey, wir haben Red Rising auch auf dem Sub, zack, ab in eine Facebook-Lesegruppe, die ihr auch einfach unten in der Infobox findet. Wenn ihr noch einsteigen wollt, könnt ihr das jederzeit tun. Also wir lesen ja so, dass wir pro Tag, pro Leseabschnitt einen Post haben und unter diesem Post kommentiert dann eben jeder einfach seine Gedanken zu dem jeweiligen Leseabschnitt. Dementsprechend kann man sich eigentlich nicht wirklich spoilern, außer wenn Mascha kommentiert aus Australien, die ja unserer Zeit immer ein bisschen voraus ist, aber das ist nicht weiter tragisch. Mascha, liebe Grüße an dich, wenn du das Video siehst. Von daher, na, da muss man nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu früh dann in den heutigen Leseabschnitt sozusagen geht. Ja, eingeteilt ist es noch wunderbar und wie ihr seht, habe ich die ersten knapp 220 Seiten jetzt in den letzten Tagen eben gelesen. Kommt das hin? Ich glaube, ja. Ja. Ja, es war ein sehr interessanter Einstieg in eine dystopische, dunkle Welt auf dem Mars. Denn dort befinden wir uns in der Geschichte von Pierce Brown und wir lernen eben Darrow kennen, einen Höllentaucher, der eigentlich in die Tiefen des Marses sozusagen abtaucht, um da irgendein spezielles Gas zu fördern. Und ja, der so eigentlich ein bisschen einen nicht ganz so intelligenten Eindruck macht, aber schon ein bisschen stur ist, ein bisschen gerade heraus und ich glaube, die Welt anfangs noch nicht ganz so begreift, das mit seiner Frau dann aber relativ gut gelingt und ja, er eben merkt, wenn er dieses Regime, was da eben herrscht, irgendwie zerbrechen möchte, muss er das irgendwie von innen heraus tun. Und ja, auf diesem Weg sind wir jetzt mit Darrow und ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Sie hat mich gepackt, mitgerissen und ich mag ja, auch was viele nicht mögen in der Geschichte, ist, dass Pierce Brown unglaublich schnell zur Sache kommt, unglaublich schnell schreibt, keinen Raum eigentlich lässt oder sich selbst gibt, um etwas auszuführen. Also was hier in 200 Seiten geschehen ist, wäre wahrscheinlich bei Tolkien bereits ein eigenes Buch geworden mit 400 Seiten. Also ja, es geht unglaublich schnell, es passiert viel, es ist bum 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 und man hat wirklich so das Gefühl, man ist in einem Film. Ich glaube auch, dass Pierce Brown tatsächlich so einen Film oder eine Serie schon vor Augen hatte, als er das geschrieben hat. Ich persönlich finde das nicht schlecht, ich finde das großartig. Was ich so gut zum Beispiel bei Tolkien fand oder auch bei Cronin oder bei George R. R. Martin, ist eben die epische Atmosphäre, die geschaffen wird, wenn man sich viel Zeit lässt und Gefühle rüberbringt, Landschaften erzählt, Dinge erklärt und oder sich selbst erklärend lässt und der Geist eben lange um ein Thema kreist. Und bei Pierce Brown finde ich aber gerade besonders, dass er uns als Leser diese Zeit nicht gibt, sondern er setzt uns ständig wieder etwas Neues vor die Nase sozusagen und er erwartet, dass wir einfach mitgehen, dass wir mitdenken, dass wir weitermachen, dass wir in Geschwindigkeiten mitlesen, dass wir uns packen lassen, fesseln lassen. Und für mich wäre dieses Buch tatsächlich auch ein Buch, was man irgendwie so in 3 Tagen wegsuchtet, weil es wirklich dieses Potenzial hat, dass nach jedem Leseabschnitt ich denke, oh nein, jetzt hören wir auf, ich will mehr. Also ich finde, diese Schnelligkeit macht er unglaublich gut. Und das Buch wird ja aus der Ich-Form erzählt. Das heißt, wir erleben Darrow, wir erfahren seine Gedanken, wir hören nur das, was er hört, wir wissen nur das, was er weiß. Und das ist natürlich zu Beginn nicht allzu viel. Und das stört so manchen Leser in der Leserunde, was ich nachvollziehen kann. Ich selbst aber ja immer gerade den Reiz an der Ich-Perspektive finde. Also ich es wirklich besonders finde, wenn eben ich tatsächlich der Protagonist bin und ich eben nicht mehr weiß, als der Protagonist es weiß.
Preis. Das war bei Panem schon toll, es war bei der Bestimmung toll. Und man kann natürlich einfach, wenn man in der Ich-Perspektive schreibt, nicht Dinge wissen als Leser, die der Protagonist nicht weiß, weil wir sind ja der Protagonist. Und ich finde das eben den Reiz. Und ich finde es toll, wie das Pierce Brown rübergebracht hat. Zumindest die ersten 200 Seiten, also das gute erste Drittel. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieses Buch weitergeht und ob Pierce Brown das Tempo halten kann, ob er noch mehr Spannung reinbringen kann, ob er das Tempo, was er anfangs so vorlegt, wirklich durch die Geschichte zieht. Ich bin einfach mega gespannt, weil wenn das so bleibt, dann muss man ja sagen, bei 3x500 Seiten haben wir eine Geschichte mit über 1500 Seiten, die natürlich dann natürlich ganz viel Krawall sozusagen hat und viel Kraft und viel auch in einem verändern kann. Also es ist ja dann tatsächlich schon ein recht großes, dickes und eventuell auch episches Buch und das eben auf dem Mars. Manchmal erinnert mich das Buch bei manchen Kommentaren und Gedanken von Darrow schon an Panem. Es erinnert mich auch manchmal an die Bestimmung, auch 1984. Es ist halt eine Dystopie auf dem Mars und der Mars dient natürlich dazu, eigentlich die Geschichte von allen anderen, die irgendwie auf der Erde gespielt hat, abzuheben. Aber deswegen ist natürlich manches doch relativ ähnlich, sage ich mal. Auch, dass es da zum Beispiel Häuser gibt, in die eingeteilt wird. Und ja, man muss natürlich immer einen Feind schaffen und Freunde künstlich schaffen. Und das schafft man natürlich, indem man den Protagonisten irgendwo einbindet. Aber es ist überhaupt nicht negativ. Es ist auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie abgeschrieben oder so wäre. Man merkt halt nur, eine Dystopie funktioniert natürlich sehr ähnlich. Und es ist jetzt noch nicht extrem innovativ, außer dass es auf Mars ist, was ich großartig finde. Und ich mich einfach freue. Also ich freue mich aufs Weiterlesen und bin da einfach sehr, sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Ja, dann habe ich diese Woche mit Game of Thrones natürlich weitergemacht. Und zwar schon der zweite Staffel bin, würde jetzt aktuell die Folge 9 und 10 noch ansehen. Und es gab hier Momente, wo ich total überrascht war, dass sie mir so zu Herzen gingen. Ich gucke ja jetzt Game of Thrones zum dritten Mal, es hatten mich manche gefragt. Ich hatte ja im Grunde vor einem Jahr angefangen. Ich war kurz vor Weihnachten ja sehr, sehr krank mit Erkältung, Grippe, Hals, Nasen, alles dicht. Und lag ja dann zu Hause und habe mir überlegt, willst du jetzt im Grunde Hartz-IV-Fernsehen anschauen oder fängst du einfach mal mit einer Serie an? Und ich habe Game of Thrones, die erste Staffel, im Grunde 2015 mir kurz nach dem Geburtstag gekauft, weil ich einen Gutschein bei Expert, glaube ich, hatte. Eigentlich für was anderes und da war, glaube ich, die erste Staffel 10 Euro gekostet. Und ich habe ja dann vor Weihnachten angefangen und mit dem Gucken der ersten Folgen von Staffel 1 gemerkt, ich muss diese Serie sehen, ich muss sie suchten und habe ja dann noch meinen Vater losgeschickt, dass er mir Staffel 2 und 3 besorgt und von der Freundin hatte ich mir dann die Staffel 4 noch ausgeliehen. Nein, mein Vater hat mir Staffel 2 besorgt, eine Freundin Staffel 3 und 4 ausgeliehen, habe ich zeitgleich dann bei Rebuy bestellt und Staffel 5 kam dann gerade an Silvester und dem 1. Januar und das habe ich dann auf dem Festplattenreceiver aufgenommen und angeguckt. Also im Grunde alles perfekt gemacht, die 6. Staffel dann in diesem Jahr angesehen. Und als ich glaube, dann angefangen habe mit Lesen, habe ich parallel zu den Büchern immer auch die Staffel geguckt. Wenn man aber mit Staffel 1 anfängt, hört man nicht mit Staffel 1 auch einfach wieder auf. Dementsprechend habe ich dann im Grunde die ganzen 5 Staffeln angeguckt, war perfekt vorbereitet für Staffel 6 und gucke jetzt im Grunde zum dritten Mal Staffel 1 bis 5 sozusagen. Staffel 6 wird dann hoffentlich das Christkind bringen und wird dann eben zum zweiten Mal geguckt. Ja, für alle die das interessiert hat, ich hatte da manche Kommentare auf Instagram und auch auf Facebook und einfach so, es ist jetzt das dritte Mal und ich habe hier bei Situationen geweint, die mich vorher überhaupt nicht bewegt haben und ich war über Sachen bestürzt, die ich vorher auch gar nicht so schlimm fand. Also es ist total merkwürdig, wo ich so dachte, hä? Oder dann auch eine Freundin gesagt hat, mit der ich auch mich immer sehr einfach mal in der Arbeit und so austauschen kann. Also es ist auch eine Kollegin, die dann gesagt hat, das hatte ich doch beim letzten Mal gar nicht gestört. Da habe ich dir doch gesagt, dass ich geweint habe. Und du hast gesagt, das ist doch gar nicht tragisch. Und ich saß diesmal da und habe wirklich Taschentücher gebraucht und dachte mir, das gibt's doch gar nicht. Und man entdeckt eben immer wieder irgendwie was Neues und begreift Dinge wieder anders. Und nicht nur, dass alle unglaublich jung natürlich noch sind. Und man begreift auch manchmal, welche Tätigkeiten oder Taten oder
oder nicht taten, eben zu dem geführt hat, wie was dann eben in Staffel 4, 5, 6 irgendwie passiert. Und ja, ich fand es einfach, ich bin einfach im Fieber, ich bin einfach begeistert und ich freue mich jetzt, Staffel 3, 4, 5 noch anzugucken und dann natürlich, wenn Weihnachten ist, dann Staffel 6 bei mir einzieht und mich das natürlich auch nochmal begeistern wird. Und dann ist auch, ganz frisch heute, oder nein, gestern am Freitag, unser Leseclub-Buch bei mir angekommen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich mir ja selbst ein Buchkaufverbot auferlegt habe für den Dezember, allerdings mit der Ausnahme für Weihnachtsbücher und auch für das Leseclub-Buch, weil wenn das eben das Buch wurde, was ich nicht auf dem Sub habe, dann wollte ich es natürlich trotzdem mitlesen und es ist ein wunderschönes Buch. Also ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin eigentlich kein Coverbuchkäufer und aber das Cover ist wirklich ein Traum. Auf den ersten Blick, herausgegeben von Stephanie Perkins, jede große Liebe hat ihre Geschichte. Und nicht nur, dass dieses Cover mit diesem Gold ein Traum ist, es hat einen pinken Buchschnitt. Ja, da schlägt, glaube ich, doch tatsächlich jedes Mädchenherz höher. Und ja, es heißt hier, lange kalte Nächte sind zum Verlieben da. Ist, glaube ich, jetzt im Sommer diesen Jahres erschienen. Und ich habe es gebraucht über eBay gekauft. Ich glaube, bei eBay gekauft. Neu kostet 17 Euro in der gebundenen Form. Und ich habe, glaube ich, 10 oder 11 bezahlt. Irgendwie so. Ich glaube, war die Hälfte günstiger plus Porto. Ja, also irgendwie so in dem Dreh habe ich jetzt dafür bezahlt. Ich habe auch erst noch überlegt, hole ich mir das E-Book. Fand es aber dann tatsächlich in der Form einfach schöner. Das ist, glaube ich, echt ein Buch, was ich, ach, wunderbar im Regal macht. Ja, also ich, wie gesagt, bin ja eher der Mensch, der jetzt Bücher wirklich aussortiert und auf E-Books umsteigt. Habe ich mir auch fürs neue Jahr vermehrt vorgenommen, aber dieses Buch ist wirklich wunderschön. Und es heißt hier, Bestseller-Autoren erzählen vom schönsten Gefühl der Welt. Wir haben hier eben, ich glaube, 12 Kurzgeschichten, wenn ich mich nicht verrechnet habe. 2, 4, 5, 6, 18, 12 und im Leseclub sind sie so eingeteilt, dass wir möglichst immer auf die ähnliche Seitenzahl pro Tag kommen und sie dann eben deswegen nicht der Reihe nachlesen. Also wer noch Lust hat, das Buch mitzulesen, der findet natürlich auch in der Infobox unseren Leseclub. Und die Bestseller-Autoren sind Holly Black, Ali Carter, Matt de la Peña, Gail Forman, Jenny Hahn, David Levithan, Kelly Link, Myra McEntire, Stephanie Perkins, Rainbow Rowell, Lainey Taylor und Kirsten White. Ein paar Namen sagen mir tatsächlich was. Also Rainbow Rowell kenne ich auf jeden Fall. Ich glaube, Matt de la Peña habe ich auch schon mal was gelesen. Ich weiß nicht, ob hinten irgendwie drin steht. Nee, steht nichts drin. Stephanie Perkins habe ich schon mal gehört. David Levithan, da war ja dieses Buch mit diesen vielen Gesichtern. Holly Black war ja Magisterium, was sie mit Cassandra Clare geschrieben hat. Gail Forman war ja If I Stay, ne? Wenn ich bleibe. Ja, glaube ich zumindest. Myra McEntire kommt mir auch bekannt vor. War das die mit Hourglass? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ellie Carter sagt mir was. Und Lainey Taylor müsste doch die mit diesen... mit diesen Toren gewesen sein, wo die durch eine andere Welt gehen, durch mit so einem lila-schwarzen Cover. Und dann die. Ich weiß es gerade nicht mehr. Es kommt mir auf jeden Fall vom Namen, kommen mir die Autoren teilweise sehr bekannt vor. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie uns eben die große Geschichte erzählt wird durch eben die kleinen, kurzen Geschichten der einzelnen Autoren. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, dass das Buch gewonnen hat. Wenn es auch nicht mein Subbuch war, ist das ja nicht weiter tragisch. Und ja, bin da einfach mega gespannt, was uns in den Kurzgeschichten so erwarten wird. Und ich denke, da bringen wir uns nochmal sehr, sehr in Weihnachtsstimmung. Ja, dann so als kleine Ankündigung für die kommende Woche, denn am Dienstag ist es wohl zum letzten Mal in diesem Jahr soweit, dass es ein Steffi Talks with Autors gibt. Das dritte sozusagen jetzt, die erste Gästin, nein, mein erster Gast war ja die liebe Laura Newman. Beim zweiten Mal war die tolle Annika Bühnemann dabei. Und jetzt am Dienstag ab 19.30 Uhr ist Jackie Fellgut dabei, auf die ich mich wirklich mega freue und ich total froh bin,
ja, dass wir das noch in diesem Jahr hinbekommen haben. Und ich bin einfach gespannt, was sie uns zu ihrem Projekt 12 Bücher in 12 Monaten erzählt, was sie uns zu ihrem Weihnachtsbuch erzählt, was sie uns vielleicht auch zu ihrem Spiegel-Bestsellerplatz erzählen, nein, nicht Spiegel, entschuldigt, Bild-Bestsellerplatz erzählen möchte. Und ob sie vielleicht schon ein bisschen was erzählt, was ihr Dezemberbuch denn dann so noch sein wird, da bin ich auch sehr gespannt. Und ich habe ja schon einige Bücher gelesen und auch, glaube ich, ein oder zwei noch auf dem Sub liegen. Und ja, ich bin ein großer Fan, ich bin sehr begeistert auch von diesem ganzen Enthusiasmus und auch ihr Newsletter lese ich unglaublich gerne und ich bin mega gespannt. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne hier in die Kommentare oder natürlich auf Facebook und Instagram gibt es schon eine Vorankündigung oder dann eben in den Live-Chat am Dienstag. Da wäre ich ja sehr, sehr begeistert, wenn ihr da mit dabei seid, fleißig kommentiert im Chat und ja, wir so einen wunderschönen Dienstagabend dann einfach gemeinsam haben. Und ich habe ja schon gesagt, es wird das letzte in diesem Jahr sein. Pläne für das neue Jahr gibt es aber schon. Voraussichtlich am 10. Januar geht es dann im Grunde weiter. Der Gedanke hier war halt, weil wenn man das so im zweiwöchigen Rhythmus macht, wäre man natürlich im Grunde am Weihnachtsdienstag wieder zusammengekommen, wo ich denke, da möchte man einfach seine Zeit mit der Familie, mit Freunden verbringen und vielleicht nicht unbedingt bei einem Hangout dabei sein. Und die Woche drauf ist man dann gerade so frisch im neuen Jahr angekommen und ja, da wollte ich eben einfach, ja, das einfach so ein bisschen die Jahreszeit und die Weihnachtszeit und Silvester und Neujahr und so einfach ein bisschen genießen im Grunde auch selbst, vielleicht einfach ein paar Videos vordrehen, um möglichst auch ein bisschen einfach entspannen zu können, nicht diesen Druck zu haben, etwas drehen zu müssen, habe ich nie, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine, ne? Und dementsprechend wird es dann voraussichtlich am 10. Januar weitergehen und ich freue mich sehr darauf. Ich verrate noch nicht, wer geplant ist für die beiden Januar-Termine, das erfahrt ihr dann auf jeden Fall im neuen Jahr und auch für Februar gibt es schon Pläne. Also ihr seht, es geht auf jeden Fall weiter. Ein paar tolle Menschen, Autoren möchte ich auf jeden Fall noch dabei haben und ich freue mich, dass das wirklich sowohl von euch, den Zuschauern, so gut ankommt, wie dann eben auch die Autoren sagen, hey, das ist ein cooles Format, was du machst, da sind wir gerne dabei. Oder dann sogar die Anfrage kommt und Mensch, möchtest du nicht? Wir haben doch schon immer mal ein bisschen Kontakt wegen den Büchern. Wie wäre es denn? Also ich freue mich wirklich sehr jetzt auf Jackie am Dienstag 19.30 Uhr und hoffe, ihr seid da einfach mit dabei. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, zu der Woche nicht mehr groß was zu erzählen. Filmtechnisch war nichts irgendwas, was ich geguckt hätte. Ich gucke halt Serie. Ich meine, ne, das sind natürlich, wenn man da 8 Folgen guckt, ist man knapp 8 Stunden gut beschäftigt. Dementsprechend natürlich auch ein bisschen weniger gelesen wurde. Und ja, das dann im Grunde auch nur 2,5 Bücher wurden. Ja, aktuell lese ich Maskierte Weihnachten von Regina Meißner. Habe ich aber erst angefangen gestern. Ja, gestern. Und da bin ich noch nicht allzu weit gekommen. Da werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten Woche dann ein bisschen was dazu sehen. Und ja. Ja, ich glaube, das war es tatsächlich schon zur rückblickenden Woche. Ja, in dieser Woche wird es dann auch noch neben dem Hangout wieder ein BookTube-Geheimtipps-Video geben, auf das ich mich wieder sehr, sehr freue, was dann voraussichtlich auch erstmal das letzte sein wird, weil irgendwann gehen natürlich auch die Geheimtipps aus. Und ja, deswegen wird das dann wahrscheinlich erstmal im neuen Jahr ein bisschen pausieren, bis wieder ein paar Geheimtipps zusammenkommen. Und ich mich einfach freue, dass es, ja, ich glaube, dann das vierte Video ist. Und ja, finde ich gar nicht schlecht. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen dritten Advent. Ich hoffe, ihr habt ein wunderbares Wochenende gehabt oder habt es. Und wünsche euch eben einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.